Hallo und willkommen bei Niki at Home. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie du diese Zebra-Crepe mit warmer Schokoladensoße ganz einfach selber machen kannst. Ich gehe heute im Schnelldurchgang durch das Rezept, aber wenn du noch Fragen rund ums Crepe-Backen hast, schau dir gerne mein Basisvideo an. Das verlinke ich dir hier oben oder unten in der Infobox. Als erstes schmelzt ihr die Butter bei niedriger Temperatur in eurer Crepe-Pfanne, dann ist die auch gleich gefettet. Als nächstes gebt ihr eure Eier in den Mixer. Der Standmixer ist einfach die schnellste Methode, euren Crepe-Teig zuzubereiten. Falls ihr keinen habt, dann schaut euch mein Crepe-Video an, da erkläre ich euch, welche Methoden es noch gibt. Danach kommt das Salz dazu und das Mehl. Das genaue Rezept verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Infobox. Da geht's zu meiner Webseite und da ist eine Version für euch zum Ausdrucken. Danach gebt ihr ein Drittel eurer Milch dazu, verschließt alles gut und püriert's für ein paar Sekunden. Das machen wir, dass der Teig erstmal so dick verrührt wird und ihr keine Klümpchen bekommt. Jetzt gebt ihr schon den Rest eurer Milch dazu, püriert alles nochmal ganz kurz, dreht ruhig ein bisschen hoch, dann streift ihr nochmal die Seiten ab, einfach zum Sichergehen, dass da kein Mehl mehr hängt. Und jetzt kann schon eure geschmolzene Butter dazu. Dann nochmal alles kurz aufpürieren und fertig. So sieht euer fertiger Crepe-Teig dann aus, schön dünn, dass er sich gut in der Pfanne verteilen lässt. Und jetzt muss er nur noch für 30 Minuten ruhen, dass der Teig Zeit hat durchzuziehen. Jetzt hatte euer Teig Zeit durchzuziehen und jetzt schmelzen wir die Schokolade im Wasserbad. Gebt sie dafür einfach in einen kleinen Behälter. Hier habe ich Edelstahl, ihr könntet aber auch Glas benutzen. Schaut, dass ihr das Wasser hier in einen kleinen Topf reinfüllt und dass es die Unterseite von dem Boden von der Schüssel nicht das Wasser berührt. Ja, gebt einfach ein bisschen Wasser in euren Topf und bringt es zum Kochen und dann könnt ihr die Schokolade in euren Topf füllen. Ich nehme immer die Schokolade von Kallebaut, die Tröpfchen, die habe ich in allen Varianten zu Hause, in dunkler Schokolade, Vollmilch, Weiß und jetzt auch noch Rosa und die benutze ich wirklich für alles in meiner Küche, wo ich Schokolade brauche. Ich habe immer einen großen Sack im Keller in der Vorratskammer und die Schokolade ist echt unwahrscheinlich gut. Falls ihr sie selber mal ausprobieren wollt, verlinke ich sie euch unten in der Infobox. Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist ein bisschen Teig abzufüllen und den mit der Schokolade zu verrühren. Wischt den Topf mit der Schokolade am besten unten nochmal mit einem Handtuch ab. Da hängt doch immer ein bisschen von dem verdampften Wasser dran und ihr wollt nicht, dass es in die Schokolade läuft. Das würde euch die Schokolade ruinieren. Wenn ihr ganz feine Linien und Muster in eure Crepe zeichnen wollt, dann füllt es am besten in so eine Flasche mit einem schmalen Ausguss, wie ich es hier mache. Aber wenn ihr einfach nur dickere Streifen wollt und so ein Zebramuster, dann langt einfach so ein kleines Kännchen mit einem Ausguss. Ja, dann kann es auch schon zum Ausbacken gehen. Wenn ihr eine gute Crepe-Pfanne habt, dann sollte euch das bisschen Butter für 16 Crepe langen. Nehmt einfach ein Küchentuch, faltet es euch und damit könnt ihr vor jedem Crepe die Pfanne so ein bisschen ausreiben und damit einfetten. Ja, um euer Zebra-Muster in den Crepe zu bekommen, nehmt ihr jetzt euren Schokoladenteig, schüttelt den nochmal ganz kurz und fangt dann an, in der Mitte von der Pfanne in kreisenden Bewegungen langsam nach außen zu gehen. Das ist eigentlich schon alles. Dann wartet ihr, bis das festgebacken ist, weil sonst verschmiert das einfach mit dem weißen Teig. Und dann gebt ihr den weißen Teig drüber, dreht eure Pfanne hin und her, bis alles verläuft. Ich hatte da so ein kleines Löchelchen, das ist gar nicht schlimm. Nehmt euch ein bisschen von dem rohen Teig und schmiert es da rein. Und dann wartet ihr 2-3 Minuten, bis der Crepe auf der Seite fertig gebacken ist. Nach 2 bis 3 Minuten schaut ihr an den Seiten mit eurem Spachtel, ob der Crepe sich gut ablöst und wenn ja, dann ist es Zeit, euren Crepe zu wenden. Auf der zweiten Seite genügen 1 bis 2 Minuten bei mittlerer Hitze und dann könnt ihr ihn entweder direkt verzehren oder auf einen Teller legen und alle ausbacken und euch später dann wieder aufwärmen. Ich finde, die sehen so schön aus und man schmeckt auch total die Schokolade im Teig. Es ist echt mega lecker. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Okay, beim nächsten Crepe habe ich mich künstlerisch total ausgelassen. Das könnt ihr natürlich auch mit euren Kindern machen. Das macht ihnen bestimmt auch Spaß, da Muster reinzuzeichnen. Ja, und dann genau das Gleiche. Wieder festbacken. Ihr seht es schon, die Farbe verändert sich dann immer so leicht. Und dann euer Teig, euren weißen Teig drauf.
Ich nehme mir für meinen Teig immer so einen kleinen Messbecher und messe mir so 50, 60 Milliliter ab. Das ist perfekt, das ist die Menge, die ich für einen Crepe brauche. Das müsst ihr nicht machen, ihr könnt es direkt aus dem Mixer auch gießen. Aber so ist es einfacher, weil man dann die richtige Portion einfach abgemessen hat. Ja, jetzt fixe ich mit dem Spachtel wieder so ein bisschen die kleinen Löchlein, weil mit diesem Schokoladenteig verteilt sich der Crepe-Teig nicht ganz so gut. Aber das ist kein Problem, verteilt es einfach und flickt eure Löchlein. Ich finde, der ist auch total schön geworden, ganz kreativ. Und später, als ich ihn gerollt habe, das sieht auch echt schön aus. Also ihr könnt auch ganz wild drauf hinspritzen. Damit sind wir schon bei unserer letzten Variante, nämlich mit den kleinen Milchkännchen. Und ich finde, es kann sich auch sehen lassen. Die Streifen werden breiter und ich finde, es sieht richtig gut aus. Probiert einfach selbst alle Methoden aus. Ich bin schon gespannt, welche euch am besten gefällt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, als nächstes kommen wir dann schon zur warmen Schokoladensauce, der Krönung dieser Nachspeise. Dazu macht ihr euch wieder ein Wasserbad und schmelzt ein bisschen Schokolade. Dazu kommt dieses Mal die Sahne und dann einfach alles gut verrühren. Das geht wirklich ganz schnell und wenn alles schön verrührt ist, dann gebt ihr eure Milch dazu. Dann alles nochmal ganz kurz vermengen, bis eine homogene Masse entsteht und fertig ist schon eure Schokosoße. Könnte nicht einfacher sein, aber mega lecker. Jetzt könnt ihr die Schokolade vom Wasserbad nehmen. Achtet dabei darauf, dass ihr die Unterseite von diesem Topf abwischt, dass es nicht mehr nass ist und kein Wasser in die Schokolade tropft, wenn ihr es umfüllt, weil sonst würde es euch die Schokolade ruinieren. Dann füllt ihr es einfach in einen Behälter. Ich habe hier so ein Glasfläschchen. Das ist sehr schön zum Servieren später. Aber ihr nehmt einfach, was ihr zu Hause habt. Zum Servieren nehmt ihr eure Crepe und legt sie in eine Pfanne, um sie leicht zu erwärmen. Also stellt die Pfanne auf niedrige Flamme und dann wendet sie kurz, vielleicht so eine Minute auf jeder Seite. Dann könnt ihr euer Nutella oder irgendeinen anderen Schokoaufstrich drauf streichen. Das geht am besten in der Pfanne, weil das sich natürlich besser verstreichen lässt, wenn es warm ist. Dann einfach zweimal falten und auf einen Teller anrichten. Ich habe es mit Vanilleeis serviert und darüber dann die heiße Schokosoße und ein bisschen frisch geschlagene Sahne. Ich sag's euch, lecker, lecker, lecker. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch und das Video hat euch Spaß gemacht. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Niki. Thank you.